bin Faisal Al-Hussein. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Ich bin um 2 Jahre und 6 Monaten in Berlin. Meine Familie ist in Istanbul. Ich vermisse meine Familie. Ein Schicksal von vielen, um die die deutsche Politik streitet. Faisal al-Hussein aus Syrien. Er gehört zu den Flüchtlingen, denen Deutschland nur subsidiären, das heißt eingeschränkten Schutz gewährt hat. Deshalb darf seine Familie bis auf Weiteres nicht zu ihm kommen. Faisal hat dagegen geklagt und er hat Recht bekommen. Doch die Bundesrepublik Deutschland ist in Berufung gegangen. Die Zeit spielt jetzt gegen ihn und seine Kinder. Ich habe das Gefühl, dass es hier um eine politische Entscheidung geht, dass die Politik sagt, gebt den Flüchtlingen nur subsidiären Schutz. Denn das Amt hat innerhalb eines Tages entschieden, dass ich nur diesen eingeschränkten Schutz erhalte, damit diese Beschränkungen da sind. Dadurch wird mir die Integration in Deutschland erschwert. Istanbul, wie Zehntausende Syrer sitzen auch Faisals Frau und seine Kinder in der Türkei fest. Seit 2 Jahren warten sie auf Weiterreise nach Deutschland, seit die Bundesregierung den Familiennachzug ausgesetzt hat. Ob und wann die Kinder ihren Vater wiedersehen, darum streitet die Politik. Auch die SPD auf ihrem Parteitag. Der Familiennachzug ist der heikelste Konflikt bei der Regierungsbildung und treibt im Saal die Emotionen in die Höhe, zunächst gegen den Koalitionspartner in Spee. Ich frage mich manchmal, was das für eine C-Partei ist, eine christliche Partei, die nicht will, dass Kinder aus Kriegsgebieten zu ihren Eltern kommen dürfen. Die sollen uns mal Antworten geben oder ihr C aus dem Namen streichen. Doch die parteiinternen Rebellen sind auch mit dem Verhandlungsergebnis der eigenen Führung nicht zufrieden. 1000 Angehörige von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz sollen pro Monat nachkommen dürfen. Darin hat Martin Schulz der Union im Sondierungspapier zugestimmt. Viel zu wenig, heißt es bei den Genossen. Schulz verspricht, nachzubessern. Härtefall, so sein Zauberwort. Was fehlt, ist eine Härtefallregelung für den Familiennachzug. Da muss die Union sich bewegen. Und ich sage euch ganz klar, die Härtefallregelung wird kommen. Wir haben Erfahrungen gemacht mit Härtefallregelungen beim Familiennachzug in der Vergangenheit. Es gab schon solche Konzepte, die Härtefälle vorgesehen haben. Davon haben wirklich nur wenige Dutzend Menschen profitieren können. Das riecht für mich leider sehr danach, dass das wieder ein Formelkompromiss ist, der in der Praxis für kaum jemanden, vielleicht sogar für niemanden, eine Verbesserung bringen wird. In der Tat wurden im vergangenen Jahr 66 Härtefälle anerkannt, deutschlandweit. Und wie will die SPD einem Flüchtling erklären, dass er kein Härtefall ist? Was verstehen denn diese Politiker unter einem Härtefall? Ist es kein Härtefall, dass meine Tochter krank ist, dass sie in der Türkei leben muss, dort keine Papiere bekommen hat? Ohne Papiere gibt es dort keine gesundheitliche Versorgung. Meine Kinder sind eigentlich schulpflichtig, doch keins von ihnen geht dort in die Schule. Sind das keine Härtefälle? Genau da sehen auch Verfassungsrechtler wie Joachim Wieland ein Problem. Denn im Grundgesetz ist der Schutz von Ehe und Familie verankert und der gilt auch für Flüchtlinge, egal ob Härtefall oder nicht. Wie das abgegrenzt werden soll, starke Härtefälle von weniger starken Härtefällen, das ist bisher überhaupt noch nicht geklärt. Es scheint mir auch schwer vorstellbar vor dem Hintergrund des Grundrechts, was in unserer Verfassung steht. Die CSU will am erzielten Sondierungsergebnis zum Familiennachzug nichts mehr ändern. 1000 pro Monat, das sind ihr eigentlich schon zu viele. Aus CSU-Sicht sei man damit den Sozialdemokraten bereits weit entgegengekommen. Der Ablauf war, dass wir zunächst gesagt haben, ja, die Aufnahme von Härtefällen, das können wir uns vorstellen. Dann kam die SPD und hat erklärt, Härtefälle, das sind möglicherweise nur einige hundert. Das ist uns zu wenig. Daraufhin gab es dann das Zugeständnis, es können bis zu 1000 pro Monat sein. Und jetzt kommt die SPD und sagt, es müssen auf diese 1000 nochmal die Härtefälle drauf sein. Das ist in sich überhaupt nicht logisch. Es ist verfassungsrechtlich bedenklich, wenn die Politik eine begriffene Zahl wie 1000 Personen im Monat nimmt und sagt, mehr Familiennachzug gewähren wir nicht.
Rechte, die das Grundgesetz gewährt, hängen nicht von irgendeiner Obergrenze ab, sondern sie sind jedem Einzelnen zugestanden. Und wenn das mehr Personen als 1.000 sind, dann haben auch mehr Personen als 1.000 ein Recht auf Familiennachzug. Die griechische Insel Lesbos, ein Ort der Gestrandeten, ein Ort vieler Härtefälle. Im Sondierungspapier haben SPD und Union die Flüchtlingskrise für beendet erklärt, doch hier ist die das nicht. Kai Wittstock aus Hamburg versucht zu helfen. Das Lager Moria platzt aus allen Nähten. Nebenan, auf der Wiese, ein eigentlich provisorisches Camp. Jetzt ist es für immer mehr Menschen für immer längere Zeit zur Endstation geworden, auf ihrer Reise nach Europa. Das macht der Preis für die Leute sein, die eben in Anführungsstrichen zu spät gekommen sind und jetzt eben halt keine Möglichkeit haben, mehr nach Nordeuropa zu kommen. Preis der Politik, das zahlen jetzt diese armen Menschen hier. Menschen wie Massoud aus Afghanistan. Seit 2 Jahren lebt er hier. Es ist kalt, sogar Schnee gab es schon. Die Situation hier ist nicht lebenswert für Menschen. Das würde man nicht einmal einem Tier zumuten. Die griechischen Behörden wollen nicht, dass Bilder aus dem Lager an die Öffentlichkeit gelangen. Drehen ist verboten. Ein Freund von Massoud filmt heimlich mit dem Handy. Dicht an dicht leben die Flüchtlinge in Zelten im Matsch. Die hygienischen Zustände katastrophal. Es gibt nur ein paar Stunden kaltes Wasser am Tag. Die Menschen sammeln es in Plastikflaschen, um sich damit zu waschen. Ich frage Sie, ist das ein Leben hier? Ich glaube nicht. Aus einer Holzhütte hat Kai Wittstock eine Arztpraxis gemacht. Die Ärzte kommen aus Europa und den USA. Sie arbeiten ehrenamtlich. Diese Frau kommt aus Syrien. 2 Kinder hat sie schon verloren. Ich habe nur noch dieses Kind. Es ist schwer krank. Ich habe zu Hause alles verkauft. Ich bin hierher gekommen, weil sie gesagt haben, hier ist es besser. Aber davon merke ich nichts. Am vergangenen Freitag Debatte im Bundestag zur Flüchtlingspolitik. Bis Mitte März ist der Familiennachzug ausgesetzt. Die Union will vorerst dabei bleiben, unabhängig von den Kompromissen, die sie mit der SPD für das Sondierungspapier ausgehandelt hat. Deshalb sehen sich die GroKo-Gegner bestätigt. Das ist für mich ein wichtiger Beweis dafür, wohin uns die Unionsparteien führen wollen. Und ich glaube, wir tun gut daran, wirklich zu sagen, nein, bestimmte Dinge sind mit uns nicht zu machen. Wie viel die SPD mit sich machen lässt, das werden die Koalitionsverhandlungen zeigen. Faisal al-Hussein wird weiter warten müssen und kann seine Frau und seine 3 Kinder vorerst nur auf dem Handy-Display sehen. Versteckt vor den Augen der ungarischen Öffentlichkeit, verbannt in ein Hotel in einer zwielichtigen Gegend am Budapester Stadtrand. So leben sie, die wenigen Flüchtlinge in Ungarn. Von allzu viel Hilfe zeugen diese Bilder nicht. Und doch konzentriert sich der neue Gesetzesvorstoß der Regierung Orbán auf Flüchtlingshelfer im Land. In Zukunft sollen Hilfsorganisationen wie das Helsinki-Komitee fürs Helfen bestraft werden, 25% Strafsteuer zahlen. Diesen Kampf gegen die unabhängige Zivilgesellschaft hat die Regierung schon 2014 gestartet, nach russischem Vorbild. Das ist jetzt der 2. Schritt, wenige Wochen vor der Wahl so ein Gesetzesentwurf, das ist Wahlkampagne pur. Anfang April wählt Ungarn und so sieht der aktuelle Wahlkampfspot der Regierung aus. Obwohl kaum noch Flüchtlinge kommen, wird Angst geschürt. George Soros, ein US-Milliardär mit ungarischen Wurzeln, zum Staatsfeind erklärt, weil er Hilfsorganisationen fördert. Unserer Regierung ist klar geworden, dass wir ein Gesetzespaket brauchen, um Überraschungen zu verhindern. Das betrifft sowohl unsere Behörden und unsere Bürger, vor allem aber Menschen, die Ungarn illegal betreten und die Personen, die die illegale Einwanderung organisieren. Weil die Opposition im Land da niederliegt, sind regierungskritische Organisationen derzeit die größte Gefahr für Premier Orbán, denn ihnen vertrauen viele Ungarn mehr als der Regierung.
Die Regierung will sich jeglicher Kontrolle entziehen, deshalb alle Organisationen abschaffen, die Kontrolle ausüben. Das ist Sinn der Sache. Sie will den Organisationen ihre Macht nehmen. Nur eins stört die Kampagne. Der Öffentlichkeit ist klar geworden, dass Ungarn im letzten Jahr 1300 Flüchtlingen Asyl gewährt hat, trotz der harten Linie von Premier Orbán. Dass das Land eben doch einigen wenigen hilft, das ärgert jetzt viele Ungarn. Grenzjäger, das ist bald ihr Beruf. Tausende junge Ungarn hat die Polizei in den letzten Monaten rekrutiert, bildet sie nun zu einer Sondereinheit aus. Die Teilnehmer dieses Kurses sollen ab April Flüchtlinge an der Grenze festnehmen und außer Landes befördern, notfalls mit Waffengewalt. Ihr müsst die Pistole so halten, mit gestreckten Armen zielen und dabei so ruhig wie möglich bleiben. Den Atem anhalten. 6 Monate dauert der Crashkurs zum Grenzjäger. Bezahlt wird diese neue Polizeieinheit von der Regierung. Ein junger Mann, Daniel Zoltan, bisher Bestatter, darf nach kurzem Briefing ein Interview geben. Ich finde, die Grenze muss verteidigt werden. Das war früher schon so und das wird auch in Zukunft dringend nötig sein. Als wir mit Daniel Zoltan über Flüchtlinge sprechen wollen, bricht die Pressesprecherin das Interview ab. Fragen zur politischen Einstellung sind nicht erwünscht. Aber es ist nicht schwer zu erraten, was die neuen Grenzjäger denken sollen. Als Premier Orbán die ersten Rekruten vereidigt, schwört er sie mit folgenden Worten auf ihren Dienst an der Grenze ein. Es gibt Leute, die glauben, dass die Migranten nach europäischen Gesetzen und Traditionen leben wollen. Das ist falsch. Sie bringen Terror, Gewalt und Kriminalität nach Europa. Aber dank unserer Polizei sind wir eines der sichersten europäischen Länder. Bei uns gibt es keinen Terrorismus. Bei uns fahren keine Lkw in die feiernde Menge. Ungarn schottet sich ab. An der Grenze zu Serbien greifen Polizei und Militär tagtäglich Flüchtlinge auf, schieben sie ab nach Serbien. Ohne Chance auf ein Asylverfahren. Zu dieser Praxis kein Kommentar vom zuständigen Grenzkommandanten. Er erklärt uns, wie dringend die Grenzjäger gebraucht werden. Täglich versuchen mehr als 100 Menschen illegal über den Grenzzaun zu kommen. Wenn es den nicht gäbe, wäre die Zahl viel höher. Alle Kollegen wissen, dass wir hier die äußere Schengen-Grenze verteidigen. Wir halten uns nur an die Vorschriften. Wir fahren über die Grenze nach Serbien, zum Zeltlager am Zaun. Seit Wochen fallen die Temperaturen nachts auf bis zu minus 20 Grad. Aber Farad friert lieber nahe der EU, als sich in offiziellen serbischen Lagern der Gefahr auszusetzen, abgeschoben zu werden. Seit fast einem Jahr ist der 18-jährige Afghane wie zehntausende Flüchtlinge gestrandet auf der Balkanroute. Die Nächte sind echt hart hier, aber wir sind zumindest sicher. Alles ist besser als Afghanistan. Da lag ich jede Nacht wach, weil jederzeit jemand kommen kann, um dich zu töten. Ja.